Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Axt im Walde und gemeinsam gucken wir uns heute die Demo-Version von Below Rusted Guards an. Aber gucken wir erstmal hinein, was sagt denn der Steam Store hierzu, was das für eine Art Spiel ist. Ja? Nämlich ein kurzes Horrorspiel, in dem du einen Operator steuerst, der einer Expedition hilft, durch ein Loch in das Unbekannte hinabzusteigen. Jo, und ich denke mal, jo, wir werden im Laufe des Spiels dann erfahren, was das eigentlich ist. Demo-Version 1.2.1, kurz mal in die Optionen geguckt. Jo, das sieht alles, FPS-Limit. Ja, gucken wir. Unschärfe brauchen wir nicht. So, Lautstärke ist, denke ich, können wir noch ein bisschen rauf damit. Verfügbar ist es leider nur auf Englisch oder Spanisch. Kamerakettung, Kopfwackeln brauchen wir nicht. So, und ein bisschen Steuerungszeugs. Rein, raus, zoomen, Kamera, Zoom, alles klar. Das können wir einstellen, die Sensibilität der Maus, so wie wir es brauchen. Aber starten wir nun erstmal direkt los. Gut, wir befinden uns in einem Aufzug und schreiben auch das Jahr 1978. Ja, okay. So, auf diesem Tisch hier können wir das Bild angucken von dem Hund. Rein, rauszoomen. Okay, ich kann es nicht lesen, was es bedeutet, beziehungsweise wir haben hier ein paar Namen. Okay. Oh, okay, alles klar. Die Türen des Aufzugs gehen zu. Eine Kamera. Okay, die eine Kamera, die uns überwacht. Ist ja auch mal ein nettes Detail. Okay, wir dürfen nicht mehr raus. Bildchen können wir nicht angucken. Kleines Schaukelpferdchen können wir in die Hand nehmen. Das war es dann auch schon. Tür. Oh, hier. Gut, geht mal nicht auf. Kein, oh. Glas, das umgefallen ist, war aber noch Flüssigkeit drin. Telefon bedienen, nicht möglich, alles klar. Ja, sieht auf jeden Fall auch so aus, als ob in den 70er Jahren hier eingerichtet wurde. Gut, auf die Toilette dürfen wir nicht. War, ja, nicht getrennt. Anscheinend wohl in den 70er Jahren. Okay, irgendwie eine Höhle, alles klar. Und hier ist es ziemlich zappenduster. Aber, genau, das müssen wir zuerst machen, nämlich hier auf diesem, ja, was auch immer, Kommunikationsgerät mit den Leuten in Kontakt treten. Und gut, die sind nicht verfügbar. Die unteren drei nehmen wir mal Kommando. Okay, Sergei ans Kontrollzentrum. Versteht ihr mich? Alles klar. Wir sind hier, Captain. Wir sind der Operator.
Okay, Sie fahren damit fort, die Testkommunikationsprotokolle einzuleiten und wir sollten von jedem der Mitglieder gleich einen Anruf bekommen. Gut, die leuchten hier nun auch alle auf. Okay, Dutch sagt uns, dass alle Medizinvorräte ja, zur Verfügung stehen und die Mission sicher und für die Mission sicher, ja, sicher zur Verfügung stehen. Genau. So, der nächste. Gut, es ist Mikael und er hat uns, teilt uns mit, dass er hier den geistigen, ja, Guidance ist eigentlich nicht der geistige Segen, sondern dass wir geistig, den geistigen Segen haben, um auf dieser Mission durchzukommen. Wir sind bereit. Alles klar. Nun noch der Tech. Gut, die technische Überprüfung ist fertig und wir können fortfahren. So, komm. Ach so, der wartet noch auf eine Antwort von uns. Alles klar. Sehr gesagt, keine Neuigkeiten. Alles klar, mit dem Abstieg beginnen. Gut, und das ist auch der Moment, wo wir hier Licht bekommen. Und wir sehen, wir haben noch eine Höhle. Allerhand Geräte, um irgendwas überprüfen zu können. Hier haben wir ein Radar. Hier hinten ist quasi die medizinische Überprüfungsstation. Haufenweise Kabel, Fernseher mit Testbild. Aber das Gerät lässt sich noch nicht bedienen. Ah, okay, ich denke mal, das ist einfach so eine Übersicht, in welcher Tiefe welche Schichten lagern. Aha, eine Musikkassette. Hier haben wir auch noch ein paar Gerätschaften, die können wir aber, denke ich, nicht bedienen. Ja, 70er Jahren, da ging das noch. Rauchen am Arbeitsplatz. Ja, genau, das ist eigentlich nur die Übersicht, was unsere Aufgaben sind. Bei so viel Text wäre es natürlich gut, auch eine deutsche Lokalisierung oder deutschsprachige Lokalisierung zu haben. Gut, unklar an dieser Stelle, was das hier darstellen soll. Vielleicht ist es auch ja, der Ort, an dem wir gerade sind. Ah, Kassettenabspielgerät. Rein damit. This plus a very good card. If skis boss was my shame. Cause it's our good architecture, tear our mind, he make you do be do stick. Be cowater. To the canal to that gap, son. Duck hacket to make luck a soda. My near the reeks around score. You be there to eat the best, yeah. Need start to throw me take a take a lot score on me. The mushroom shirt of my shirt of was a taunting. Gut, Lev, wer auch immer das ist, hat uns auf jeden Fall mitgeteilt, dass eine Mission, die vermutlich er und sein Team durchgeführt haben, nicht gerade gut ausging. Ach, wir haben wieder ein eingehendes Gespräch. Jo, und dass irgendwo in der Tiefe was aufgebrochen ist und ja, gut. Gucken wir mal, was Sergei ist es, denke ich, uns zu sagen hat.
Alles klar. Der Zugang hier zum Brunnen? Okay. Konnte erfolgreich ohne irgendwelche Zwischenunterbrechungen durchgeführt werden und die Tunnelstruktur sieht solide aus und keine Risiken wurden so weit erkannt. Gut. Jo, wenn wir in dieses Loch hier hineingehen, ist erstens mal einfach nichts zu sehen und zweitens ab einem gewissen Punkt, ja, wird man dann auch wieder quasi weiter vorne ausgeworfen. Man kann also nicht wirklich was tun. Hier gibt es noch das Aufzeichnungsgerät, wo wir auch die bisherigen Konversationen von hier nachschlagen können, falls wir was verpasst haben. So, der Tech möchte was. Alles klar, Kommunikationssysteme testen. Alle Systeme scheinen operativ zu sein. Wir haben weiterhin... Oh, Testbild, aber Kommando möchte etwas. Okay. Gemäß Protokoll wird weiter fortgefahren. Jo, sieht auf jeden Fall richtig 70er Jahre von der Einrichtung aus, ne? Warum hier so eine Anlage gebaut wurde, um dort zu arbeiten, während quasi zwei Höhlen hier sind, ist auch so eine Sache. Ne? Können wir hier? Nee, Tür geht nicht auf. Geht auch nicht auf. Ah, nochmal Kommando, alles klar. Alles klar, gut. Genauso wie geplant ging es auch vorwärts. Keine Abweichungen auf den Messgeräten festzustellen. Jo, genau. Und die Kommunikation wird aufrecht gehalten. So, okay, auf Ihren Aufzeichnungsgeräten erkennen Sie, dass die Sauerstoffwerte im Blut von Dimitri vielleicht nicht in Ordnung sein könnten und ob wir das überprüfen können. So, der muss jetzt erstmal warten. Hier die Nummer 3. Dann gehen wir hier hinten hin. So, Sergei. Ah, der Captain, alles klar. Dutch ist Medizin. Oh, Mikhail war das. Ne, Dimitri. Der Techniker, alles klar. So, dann erstmal Werte von Dimitri einholen. Gut, wo haben wir es denn, die Sauerstoffwerte im Blut? Ah jo, fast ganz unten, ja. 97,375%, das sieht doch gut aus, denke ich, oder? So, was haben wir jetzt zwischen 70 und 90? Ne, 95 und 100, ja, das ist richtig. Alles klar, er wird einfach die Messgeräte neu kalibrieren. So, nun zu dem hier. Alles klar, Mikhail teilt uns mit, dass sie mit Vorsicht und
Effizienz zugleich vorankommen und es gibt keinen Grund für Beunruhigung. Die Operation wird ja auf jeden Fall weiter gut verlaufen. So, verstanden, mit der Leertaste wieder durchbestätigt. Okay, es ist in einen Bereich gekommen, wo der Tunnel ein bisschen anders aussieht und die Sichtbarkeit hat sich stark reduziert aufgrund des dichten Nebels. Ja, wir werden mit höchster Vorsicht und mit mehr Licht vorangehen. Sowas will das Kommando wieder. Okay, er weiß nicht, wie er es erklären soll, aber... Okay, sie sind auf etwas gestoßen, das wie eine Tür aussieht. Und er wird uns erstmal die Videoübertragung durchspielen. So, wir sagen erstmal Do not open, ja, nicht öffnen, auf Anweisungen warten. Dann wartet der eben. Genau. So, auf dem Fernseher, was haben wir hier? Oh, absolut sieht das hier wie eine Tür aus, ne? Aber ich denke mir auch, wo sind die eigentlich gelandet, wenn das hier so aussieht? Als ob das von Menschenhänden aufgebaut worden wäre. Jo, Tür öffnen. Auweia, auweia. Wir haben auch bereits den nächsten eingehenden Anruf. Alles klar, hat hier auf seinen Messgeräten irgendwelche Frequenzen. Ja, aber kann nicht wirklich sagen, was es ist, da er dort unten kaum etwas hören kann. Und er spielt uns das Akustiksignal erstmal rein. Okay. Nicht verfügbar. Okay, nun ist er wieder hier. Alles klar. Übertragung steht. Und das gelbe Licht auf dem Radio hinter uns sollte nun angehen. Und wir sollen auf die Frequenz 5 schalten. Alles klar. So, mit dem Radio ist das Teil hier gemeint. Ah, die Tür ist schon mal offen. Alles klar. So, einschalten und auf Frequenz 5. Ja, hört sich an, als ob es in einer Höhle tropfen würde, ne? Oh. Was tut die Statue hier vorne auf einmal? Mit etwas, das aussieht wie ein Blutkelch. Alles klar, so, ja, irgendwas tropft. Ich kann es nicht klar ausmachen, aber weiterfahren mit der Mission und ich untersuche es weiter. Oder auch, ich bin mir nicht sicher, aber es scheint eine Interferenz zu sein. War natürlich ein Tropfen.
Alles klar, sagt er, versteht. Aber er lässt das Gerät angehängt und wir können immer wieder mal den Fortschritt des Signals überprüfen. Ich höre irgendwo was. Und wo kommt es? So ein tieffrequenziges Brummen. Oh, wow. Okay. Der Bereich in der Toilette ist offen. Okay, und irgendwie heult hier. Ja. In der abgeschlossenen Kabine, alles klar. Nach unten gucken. Schön, schön, eine weitere Musik. Ja, nicht Musik vielleicht, aber eine Kassette. Okay, ich höre, wie der Wind hier durchheult. Ah, das sieht nicht gerade gesund aus hier. Angebissener Apfel, okay. Ah, Maria Novikova. Weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Okay, die für Instandhaltung oder Reinigung wohl zuständig war. 1977 im Juli, was haben wir hier? Ja, stabil, keine Abnormalitäten zu beobachten, dann im August. Maria, ja, leistet gute Arbeit. Keine Anzeichen von Überlastung oder Stress. Auch im August kleinere Beschwerden über ihr körperliches Unwohlgefühl. Ne? Ah, okay, aber kein Grund zur Beunruhigung. Und fährt mit der täglichen Routine weiter fort. Gut, dann im September. Erste Anzeichen von, ja, weiß ich nicht, was es bedeutet, aber auf jeden Fall keinem guten Verhalten. Maria meldet Schlafstörungen und wiederkehrende Albträume, aber verrichtet nach wie vor ihre Aufgaben. So, nochmal September. Okay. Okay, es gab ein bisschen Verwirrung während einer ihrer Schichten. Maria hat von Schatten im Gang gesprochen und der Psychologe wurde hinzugezogen oder angewiesen, sich drum zu kümmern. Im Oktober, okay, emotional instabil. Berichte von ja, wachsendem Angstgefühl und Maria gab an, sich durchgehend beobachtet zu fühlen. So, nochmal Oktober. Okay, Maria wurde aggressiv, als sie gebeten wurde, sich eine Auszeit zu nehmen. Und die Entscheidung, dass wir mit der experimentellen Unterbrechung N14 fortfahren, wurde, ja, es wurde so entschieden. Nochmal Oktober. Gut. Wurde auch dann freigegeben. Und Maria wurde in einen, ja, Zellenbereich überwiesen für die weitere Überwachung. Gut, und dann haben wir November. Okay, die Unterbrechung ist beendet. Ergebnisse nach wie vor unklar. Und Maria bleibt
unter Beobachtung, was ihr Verhalten betrifft. Alles klar, aber dann denke ich mal, hören wir uns die Musikkassette an. Wow. Blame, okay. Schuld? Oh, du schaust dich schon wieder gut aus. Oh, Lando, Lando. Mosho ima Maria. Net tuetise let. Aishanacha raise postro semestre. Sharandak seru. Cerito, Tokyo. I am be sakiso osechit osakso svego pair. Mergiscape. I shall smoke bersuit shad moi. Shall make su po moim rachas. No shansu. Choe chavota prisu por moni, sem. Bashira ja. I be so so corrida vox nashesh. Shari shira the vo x. Nakara is his robo stovo. Kotori dan sepit choto nesu stastuot. Keskesia oniris. Yes nasu. Be peseret secret obeds men. Shop proxit hit his sexy shacks. Do duxo irate. No forgo. Nasu shin, stray kisuki. Oni yo say, bosuo? It's good so much a friend and otolo. Stot shat, but no, it's kiss be said a solve this dam. Sas! 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 Shackle to pray to Sanesh. To Og to Sornot, and make sure with Tab was A to daughter. A to Su, Seki P, take Su all five says dish. Take Sir Father, be that to Brock's sex to, cock up in mine. Okay, das klingt eher alles ein bisschen beunruhigend, ne? Okay, da kommt bereits der nächste Anruf rein. Wir scheinen auf jeden Fall in einer Art Untergrundanlage zu sein. Okay. Sergei war das, denke ich, ne? Der hat uns gerade mitgeteilt, dass sie mit dem Abstieg weiter fortfahren. Jo, aber atmosphärisch, denke ich, wird hier wirklich gut eingefangen, was wir von Maria gerade irgendwie zu hören bekommen. Das Ticken hier von der Uhr trägt auch ganz gut zur Atmosphäre bei, irgendwie, dass wir hier vollkommen und vollständig alleine sind. Gut, geht nach wie vor nicht auf. Hier geht's nach wie vor nicht raus. Oh, alles klar, da haben wir wieder einen eingehenden Anruf. Okay. Teilt uns hier mit, dass wir wohl gegen den göttlichen Willen handeln und das Öffnen der Tür ein Fehler war. Möglicherweise sollten wir die Mission abbrechen und unsere nächsten Schritte überlegen. So, alles klar, ja.
gut, wir können entweder sagen, wir verstehen's, ja, und weiter nix, oder haben's empfangen, aber wir müssen weiter fortfahren, Kollege, die Mission bleibt auf Kurs. Genau, ich habe hier ein bisschen Informationen beim Entwickler auch eingeholt, ja. Ich dachte mir gerade, so ein Tropfgeräusch und dann sehe ich auch, dass hier was runtertropft. Genau, der Entwickler und die Statue steht wieder dort, wo sie eigentlich vorher... Bewegt sich hier irgendwas? In einem dunklen Bereich? Auweia, auweia. Ich habe die Demo bereits mal gespielt, ja. Manchmal spiele ich einfach eine Demo, um rauszufinden, was ist so drin und ist es eigentlich ein gutes Stück, das man auch hier zeigen kann. Das ist mir in der Demo aber nicht aufgefallen, dass sich hier was bewegt, beim ersten Durchspielen der Demo. Ja, schon gruselig. Gut, auf jeden Fall, der Entwickler meinte, dass das Spiel über mehrere, zumindest die Vollversion, ja, über mehrere verschiedene Enden verfügen soll. So, was tropft denn hier? Ist es Blut? Ist es Öl? Vor allem, von wo kommt es? Von hier, ja, aber wir wissen nicht, was die Ursache ist. Ah, hier liegt auch eine Kassette, ist gut, so, können wir die nehmen? So, und dann hören wir uns diese gleich an. Me strašo. Posule očen na punga veze nokču. V sara si krokati. Zresen z molitc. Jumenja raci ne vosporsi niša. Männer bossig ist, so leben in ihr Solfra. Schatschuk schockt ihn so so, Mimoisch. Schadenat schof. Schocke Boss Sackertag und Naschitschu. Nobax, seg schießt Dorini. Am Boss schied mein Gun in Epokan. Mossy wat bullied. Mask is sheep's four raids. Shannon Moles fruits or chiffy. Bossy, bossy! Blacks you not, doctor! My dogs is shunny budut, slits lad! Ludic son co. Baby, she calm it your coat, doctor. Spaxipo. Shabo scenari, zipsini, ti ama, ciao. Mol vicino, rascio, bolt. Shak ci su, ciu. Cac, dezzi, si chiene, mi piace. Sha facta la doctor. Jo, gut und gesund hört sich auf jeden Fall anders an, so nicht, ne? Gut, wir haben auch wieder einen nächsten Anruf. Alles klar, der Weg teilt sich auf. Sollen wir links oder rechts gehen? Erstmal überprüfen, ob wir irgendwas sehen können. Ich vernehme hier ein Brummen. Das irgendwie von... Oder kommt's von hier? Nee, von hier kommt's nicht. Aber ich wollte ja eigentlich erstmal gucken gehen. Ja, irgendwas eindeutig bewegt sich. Aber ich weiß auch nicht, ob die Frage mit links-rechts hier am Fernseher zu erkennen ist, denn ich sehe nur geradeaus oder rechts. Und eigentlich, die sind ja bei dieser Tür vorhin gewesen, haben sie geöffnet und sind dann dort durch, ne? Das heißt, das
wird sehr vermutlich für uns nicht zu sehen sein, wo die hin müssen. Gut, Augen offen halten, Team. Jedes Geräusch könnte ein Hinweis sein. Gut, ich weiß nicht, ob links oder rechts. Keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach die erste Option. Hey, das ist sehr eindeutig gerade. Okay, möglicherweise ist es Maria. Okay, warum sie geht und warum das Licht jetzt gerade ausgegangen ist in diesem Höhlenbereich, vor allem auch wer in diesem Höhlenbereich das Licht ausgeschalten haben könnte, bleibt vorerst mal unklar, ne? Aber ja, ich fühle mich so. Oh. Ach so, nee, die Tür ist nicht zu. Aber dunkel ist es hier nun auch im Badezimmer-Toilettenbereich. Licht flackern, okay. Gibt es die Möglichkeit, dass wir hier das Licht anschalten? Ja, die Möglichkeit gibt es. Das ist gut, sehr gut. Hier ist, okay. Wir können nun damit interagieren. Okay, ein Raum mit Tonaufzeichnung und irgendwas Schleimiges ist hier drin. Hier gibt es wohl nichts Neues. Ne? Ja, Türinteraktion auch nicht mehr möglich. Und sagen wir mal so. Ja. Es ist schon recht offensichtlich. Oder die Vermutung liegt extrem nahe, dass man hier Eindrücke davon bekommt in der Demo-Version, dass das Ganze irgendwie ein bisschen so, ja, typisch quasi H.P. Lovecraft ist. Geht auch noch immer nicht auf. Und habe auch den Entwickler gefragt, ja, könnte es möglicherweise sein, dass er irgendwie diese Elemente im Spiel einbringen möchte. Jo, darauf hat er mir geantwortet und gesagt, gut, er hat von H.P. Lovecraft alle Werke gelesen. Okay, auch eine Kamera, die uns folgt. Und von daher ist es gar nicht anders möglich, als dass Einflüsse von Lovecrafts Werken auch in diesem Spiel dann ja, zu sehen, zu vernehmen sind. Okay, Kommunikation ist nicht gerade gut und gänzlich unterbrochen, denn die sind alle nicht mehr verfügbar. Ja, und spätestens hier ist dann auch klar, ja, dass wir es mit Lovecraft-Elementen zu tun haben. Die Demo kann in diesem Fall auf zwei Wegen beendet werden, nämlich sich von dem Vieh schnappen zu lassen oder von diesem Vieh hier hinten. Das ausgeschlüpft ist, wow. Hier ist der Typ auch schon. Die kommt auch auf uns zu. Und ja, was sollen wir machen? Und so endet eben auch die Demo, indem man sich von einem dieser zwei Viecher schnappen lässt. Wie gerade erwähnt, es ist unvermeidlich. Ja.
Aber mir hat die Demo wirklich gut gefallen. Ja, gerade die Atmosphäre, auch das Aussehen wirklich so richtig typisch 70er Jahre Aussehen. Auch die Geräte, die zu sehen sind. Ja, eine sehr alte Technik. Und jo, ich bin schon zugegeben gespannt, was hier in der Vollversion dann alles drin ist. Jo, aber in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Hoffe, es hat euch auch gefallen, so wie mir. Schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare rein. Und jo, ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid. Das heißt, bis dorthin, Ohren steif halten, alles Gute und tschüss.